Zukunftskonferenz Textil. Während die letzten Vorbereitungen für die große Zukunftskonferenz in vollem Gange sind, steigt die Zahl der angemeldeten Teilnehmer täglich. Schon jetzt zeichnet sich ab, das Treffen am 30. Juni und 1. Juli in Stuttgart stößt bei Besuchern und Ausstellern auf riesige Resonanz. Angesprochen fühlen sich dabei nicht nur Insider aus der Textil- und Bekleidungsindustrie. Das unter Federführung von Südwesttextil erstellte Programm bietet Stoff für Diskussionen auch mit Vertretern aus Politik, Gewerkschaft, Wissenschaft und anderen Wirtschaftsbereichen. In drei interessanten Foren werden dabei strategisch zentrale Trends erörtert, die verantwortungsvolle Arbeitgeber, mitdenkende Beschäftigte und zukunftsorientierte Begleiter der Industrie nicht ignorieren dürfen. Erfolgreicher Jungtextiler Kongress 2011. Zu einem Veranstaltungsort der besonderen Art reisten am 4. Mai 2011 280 Jungtextiler, Ausbildungsleiter sowie zahlreiche Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in die AfG-Arena nach St. Gallen. Hier bot sich den Teilnehmern eine Veranstaltung auf hohem Niveau. Dafür sorgten vor allem die Referenten mit spannenden Beiträgen zu textilen Innovationen. Der nächste Jungtextiler Kongress findet dann 2013 in Deutschland statt. MG zieht an, Go Textile. Im Mai zog Go Textile Mönchengladbach an. Die alle zwei Jahre stattfindende Nachwuchsmesse MG zieht an, ist eine der größten Recruiting-Messen Deutschlands. Am 5. und 6. Mai 2011 traf sich die Textilbranche bereits zum 7. Mal in den Räumen der Hochschule Niederrhein. An zwei Tagen konnten Studierende und Interessierte mit namhaften Unternehmen aus der Textil- und Bekleidungsbranche ins Gespräch kommen. Auch Go Textile war an verschiedenen Plätzen der Messe präsent, unter anderem mit einem Slackline-Event. Außerdem präsentierte Go Textile die Ausbildungsberufe der Branche an einem Stand, an dem Karin Terdenge vom Gesamtverband Textil und Mode den Besuchern Rede und Antwort stand. REACH bleibt Herausforderung. Von ERGS über PROX bis zur BBAUA, die inhaltlichen Entwicklungen im Umweltbereich sind mannigfaltig. Dementsprechend bot die Umweltaussprache am 17. Mai in Leinfelden, die von Südwesttextil in Zusammenarbeit mit dem IVGT veranstaltet wurde, ein prall gefülltes Programm mit interessanten Referenten. So gab Dr. Ronald Eiser, Leiter der Abteilung Umweltschutz bei Lindenfarb, Einblicke in ein aktuell laufendes Pilotprojekt zur Abluftreinigung. Die Seminarunterlagen und Arbeitsmittel können im Mitgliederbereich von www.südwesttextil.de abgerufen werden.